bin hinter diesem Fenster. Ein ziemlich kleines Fenster hast du da. Sehr witzig. Das ist deine Gefängniszelle. Also, wer bist du eigentlich? Ich bin Tara, die Tochter des arabischen Botschafters. Und schon allein deshalb ist es unverzeihlich, mich hier einzusperren. Und warum bist du hier eingesperrt? Oh, nichts Besonderes. In dieser totalitären Stadt reichen ja schon ein paar falsche Worte und zack, sitzt du ein paar Jahrhunderte im Dunkeln. In dieser Totali... Was? Oh, natürlich erklären sie euch nicht das Wort totalitär in einem totalitären Staat. Es bedeutet, dass die Mächtigen die Kontrolle über das Volk haben. Also ähnlich wie in einer Demokratie. Nur offen ausgesprochen. Immer langsam. Ich will nichts gegen unsere tolle Theokratie hören. Also hör mal, wenn jemand daherkommt und grunzt, aus dem Weg, Sterbliche, also dann würdest du auch sauer werden, oder? Das käme ganz darauf an, wer das gesagt hätte. Nun, ich denke, es macht keinen Unterschied, ob dir irgendein Fußgänger auf die Nerven geht oder halt der Pharao selbst. Den Pharao selbst? Moment, du hast den Pharao beleidigt? Ja, das ist wohl sein Name. Und als ich treffend geantwortet habe, verzieh dich doch, du alter Sack. Naja, da haben mich die Wachen davongeschleppt. Nur damit wir uns richtig verstehen, du hast den Pharao einen alten Sack genannt? Naja, weißt du, ich halte nicht so viel von dem ganzen Pharao-Anbetungsquark. Das hört sich für mich nach einer fairen Strafe an. Du solltest das akzeptieren. Hör mal, ich erkenne keine Bestrafung von dieser aufgeblasenen Witzfigur an. Ich bin die Tochter des arabischen Botschafters. Du erwartest, dass ich einer den Pharao beleidigenden Rebellen helfe? Es würde dir nicht schaden, dich ein bisschen von der Sklaverei in deinem Kopf loszusagen. Nun, ich denke, ich könnte dich da rausholen. Darauf will ich ja die ganze Zeit hinaus. Ich bin kein Einbalsamierer. Ich mag kein Hightech. Ich bevorzuge gute alte Fackeln. Wahnsinnige Termiten aus Abu Simbel. Dieser Kerl verkauft alles an jeden. Zurück in 5 Minuten. Wenn ich das wegnehme, weiß niemand mehr, wann er zurückkommt. An dem Typ komme ich nur mit einem Trick vorbei. Dort werden wohl häufig Sachen reingeworfen, die man nie wieder sehen will. Es wäre ein Albtraum, in diese stinkende Grube zu fallen. Hey, verzieh dich! Das ist der VIP-Eingang zu den Festlichkeiten des Pharao. Na, so ein Glück. Ich dachte, wir VIPs müssten in der Schlange am Haupteingang stehen. Moment, du siehst mir nicht wie ein VIP aus. Du bist nicht groovy, du hast kein Goldkettchen um. Und ich verwette meine Türsteher-Sandalen darauf, dass du nicht tanzen kannst. Hey, den Groove habe ich schon mit der Muttermilch aufgesogen. Groovy? Ich wette, du kannst nicht mal den Text des Camella Loca. Sind Goldkettchen nicht nur belanglose weltliche Güter? Nein, die sind sehr nützlich, weil man dann ganz genau sieht, wer reich ist und wer nicht. Und du bist es ganz offensichtlich nicht. Was ist denn dieser Camella Loca? Was? Du kennst den Camella Loca nicht mal? Jeder kann den tanzen.
Ich wette, du kannst die nicht mal selbst tanzen. Jetzt hör mal zu. Ich bin der König der Tanzfläche, wenn's um den Camilla Loca geht. Mit ein bisschen Musik würde ich ihn auf der Stelle tanzen. Oh klar, mit ein bisschen Musik. Du glaubst mir nicht? Ich beweise es. Es geht so. Ein Schritt nach links, zwei Schritte nach rechts. In die Hände geklatscht, siehst du? Und mit etwas Musik würde ich das sogar tanzen. Ich bin unbestechlich. Ich bin unbestechlich. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Früher war das mal ein stolzer Baum. Jetzt ist es eine Gefahr für dieses Gebäude. Hey, Okay, okay. Würdest du mich jetzt bitte runterlassen, du Flegel? Na, hör mal. Immerhin habe ich dich befreit. Und mir fast den Hals gebrochen. Ich bin sehr dankbar. Vielleicht zieht es die Dame vor, in ihr edles Gemach zurückzukehren? Das wäre wirklich zu überlegen, wenn hier draußen nur so Holzklötze wie du rumlaufen. Gib's zu. Diese starken Arme kamen dir gerade recht. Aber auf die starken Sprüche könnte ich prima verzichten. Also dann, was wirst du jetzt tun? Ich muss wohl erstmal hierbleiben. In dieser Gefängniskleidung kann ich ja nicht auf die Straße gehen. Solange ich nichts anderes zum Anziehen habe, muss ich mich wohl in diesem schmutzigen Keller verstecken. Ziemlich miese Situation, in der du da steckst. Oh, mach dir bloß keine Umstände. Ich habe nichts anderes von dir erwartet.